liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, wir machen heute mal ein Thema, was ich schon länger ein bisschen in der Pipeline hatte. Und zwar, es soll mal um Gleissysteme gehen, so ein bisschen ein Überblick. Und da konzentrieren wir uns auf H0. Erstens, weil ich von den anderen Gleissystemen, also von anderen Spuren, keine Ahnung habe. Bei N wäre die Aufzählung sehr kurz. Also das einzige Gleis, was mir da optisch gefällt, ist das Pico-Code 55. Alles andere sieht für mich als H0-Bahner ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber das müssen die N-Bahner natürlich für sich alleine entscheiden, was sie gut finden und was nicht. Aber auch in H0 kann ich natürlich jetzt nicht darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Gleissysteme haben, einfach weil ich sie nicht vor Ort habe. Ne? Vor allem die Märklin-Gleise, das ist für mich als gelernter DDR-Bürger sowieso was mehr oder weniger Fremdes. Wir werden aber trotzdem darauf eingehen, ne? Weil man kann sich ja belesen dazu. Aber mir fehlen natürlich bei vielen Gleissystemen einfach die praktischen Erfahrungen. Deshalb kann ich da auch keine praktischen Tipps geben, sondern es reicht, sagen wir mal, für eine oberflächliche Übersicht. Und das gehen wir jetzt einfach mal an. Gut, wir haben hier eine Seite, die quasi das gleiche Thema hat. Und zwar gab es mal in den 90ern und den frühen 2000ern gab es der MOBA. Der MOBA ging hervor aus den sogenannten Newsgroups. Ne? Das waren die Zeiten, wo Internet noch nach Zeit Geld gekostet hat. Also umso länger man online war, umso teurer wurde der Spaß. Und da wurden die Newsgroups zusammen mit den Mails, die man so geschrieben hat und empfangen hat, also hoch und runter geladen. Und dann hat man sich ganz schnell aus dem Internet wieder verkrümelt. Ja, die Newsgroups, da gab es eine einzige Modellbahngruppe, also eine deutsche Modellbahngruppe, wo praktisch alle Modellbahner, die damals über Internet verfügt haben, drin waren. Und ja, man muss sich das vorstellen, wie so ein großes Forum, ne? Und da gab es dann natürlich auch bestimmte Fragen, immer wieder aufkamen, gab es zu verschiedenen Themen so Übersichtsseiten. Und hier haben wir eben die Übersichtsseite zu Gleissysteme H0. Und da schauen wir mal rein. Es gibt einige Systeme, man muss dazu sagen, es ist natürlich auch nicht mehr ganz so aktuell, ne? Ich weiß nicht welchen. Vascato Unitrak H0, was das heute für eine Rolle spielt, also ich würde mal sagen, eine eher geringe. Ich sehe hier schon wieder kleinen Flexgleis, ne? Bin ich schon bald wieder raus. Dann haben wir Peco Streamline 83, das ist mir jetzt auch nicht so bekannt, ich kenne jetzt nur das Code 75 Gleis. Dann haben wir Rocco Rocco Line, da gehen wir nachher drauf ein. Rocco Geo Line gehen wir nicht drauf ein. Das ist was ganz fürchterliches, von dem man aus meiner Sicht die Finger lassen sollte. Es sei denn, man braucht irgendwas Billiges, was, sagen wir mal, nicht so toll funktioniert. Dann haben wir Shinohara Code 83, da weiß ich auch nicht, was das heute für eine Rolle noch spielt. Wie gesagt, keine Ahnung. Dann haben wir Tillich Elite H0, da gehen wir nachher drauf ein. Zix Trix C-Gleis, das vergesse ich nachher bei Märklin hoffentlich nicht zu erwähnen. Dann haben wir nochmal Peco Feinskill. JHM, keine Ahnung, was das ist. Und nochmal Shinohara. Hier fehlt was Wichtiges, da müssen wir, gehen wir aber noch drauf ein. Dann haben wir Gleise mit hohem Profil. Da muss ich erstmal, das sehen wir jetzt auch gleich, was überhaupt von dem Profil die Rede ist und was es damit auf sich hat. Also es gibt verschiedene Profilhöhen, die dann meistens, ihr wisst ja, ich bin eher so Freund
der maßstäblichen Modellbahn, also sagen wir mal der mehr oder weniger maßstäblichen Modellbahn, weil sonst würde ich ja Handel pur fahren. Das würde allerdings meine technischen oder meine handwerklichen Fähigkeiten überschreiten. Ne? Deshalb mache ich das nicht, obwohl es aus meiner Sicht durchaus wünschenswert wäre. Ja, wir haben das Fleischmann-Modellgleis, da gehen wir nicht drauf ein. Das ist aus meiner Sicht einfach zu alt. Also, es gibt sicher heute Gründe, sich das noch zu holen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit jetzt das vielleicht ein bisschen preiswerter ist oder so, oder einfach zu verarbeiten. Das, ja. Dann haben wir Profilhöhe 2,5 mm. Ja, da haben wir vielleicht mal Profiglas, das haben wir nachher noch. Hornby ist in Deutschland wahrscheinlich und Merano ist wahrscheinlich nicht so relevant. Haben wir nachher nicht dabei. Peco Setrag sagt mir jetzt auch nichts. Peco Steamline. Dann haben wir Pico A-Gleis, das sehen wir nachher noch. Rocco, das alte Rocco-Gleis mit 2,5 mm Profil. Ja, das haben wir dann nicht dabei. Tillig Standard haben wir auch nicht dabei. Das erwähne ich dann bloß mal ganz kurz. So, Schmalspur gehen wir heute nicht drauf ein. Also stürzen wir uns mal jetzt hier ins Geschehen und haben als erstmal gab es ja den Begriff Gleisprofil. Ne? Also das kennen wir, wer schon mal eine Eisenbahn gesehen hat, also im Vorbild, der kennt das, so sieht ein Gleisprofil aus. Und diese Geschichte mit den Codes ist immer hier das, was hier als A angegeben ist. Ne? Also die Höhe des Profils. So, da gibt es Code 100. Das ist dann ja, zum Beispiel das Pico A-Gleis, ne? Das ist 2,5 mm hoch. Das ist, wenn man es jetzt umrechnet, als Vorbild unmaßstäblich. Das ist zu hoch. Ne? Bringt aber den Vorteil, dass also ältere Fahrzeuge drauf fahren. Das ist vor allem bei Märklin wichtig. Es ist, naja, bei alten Fleischmann-Fahrzeugen, die müssen aber wirklich ziemlich alt sein. Und bei Pico ist es so, dass da alte Konstruktionen, die also irgendwie aus den 60ern stammten, also bis zur Wende produziert oder zumindest verkauft wurden. Ja, deshalb hat Pico, als sie ein neues Gleis rausgebracht haben, eben ein Gleis rausgebracht, was zu diesen alten Fahrzeugen kompatibel ist. Und das ist eben nur dieses Code 100 Gleis. Wer sich also von seinen alten Fahrzeugen nicht trennen will, beziehungsweise man könnte es ja auch in die Vitrine stellen, ne? Wer es also wirklich auf der Anlage fahren lassen will, der sollte dann auf dieses Code 100 Gleis gehen. Ja, dann haben wir hier, sind wir hier bei Peco, ach, das sind Profile, gut, hier haben wir dann mal ein Code 75 Schienenprofil. Das habe ich eigentlich nur angeklickt, damit ich hier sehe, dass das, ich hatte ja gesagt, 12,5 mm ist das Code 100. Das Code 83 ist 2 mm hoch, beziehungsweise bei Tillig Elite ist es wohl 2,01 mm hoch. Ne? Also die nehmen es da sehr genau. Und Code 75 wäre dann 1,9 mm hoch. Und da wir uns hier über Zehntel oder über Zehntel Millimeter unterhalten, ja, man sieht es. Ne? Also wirklich, man sieht es wirklich dem Gleis an. Wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat, dann sieht man den Unterschied. Dann haben wir hier noch, das ist das, was ich jetzt verwende. Das sind wir jetzt hier bei 1,57 mm, also sagen wir mal 1,6. Na, das ist also deutlich geringer und da ist mit NEM-Rädern wird es dann etwas schwierig. Da muss man dann RP25 fahren. Das ist übrigens für Spur Z gedacht, na, dieses Code 60. Gibt zwar auch in A0 Code 55 Gleis, aber bei Spur
Spur Z ist praktisch hier Code 60 vorgesehen. Kommen wir zu den einzelnen Gleisherstellern und dann haben wir hier ein Gleis, was relativ weite Verbreitung hat, aber nicht mehr hergestellt wird. Und wahrscheinlich auch deshalb die weite Verbreitung hat, weil A, es ist das Märklin-System, was ja in Deutschland in H0 einen relativ hohen Marktanteil hat. Und naja, dieses Gleis gibt es halt billig gebraucht zu kaufen. So, und wer, naja, da jetzt nicht so auf die Optik achtet, denn wer mir jetzt erzählt, dass das Gleis schön ist, also dann tut mir leid, dann kann ich dem leider nicht folgen. Ich habe es ja auch schon, da gibt es ja hier Märklin of Sweden, der hat das mal eingeschottert. Und naja, das sah einigermaßen erträglich aus. Aber hier, das ist ja Spielbahngleis, ne? Eigentlich für einen Teppich gedacht, das als Teppichbahn. Also das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das, was gefällt und was nicht, das muss natürlich auch jeder selber entscheiden. Übrigens gibt es dann immer so eine Diskussion. Ne? Die Diskussion ist immer die Begriffe Zweilader und Dreilader. So, dann wird dieses hier oft als Dreiladergleis bezeichnet und dann kommt immer irgendein Schlaumeier daher und sagt dann: Ja, das sind doch gar nicht Dreilader, das sind doch nur zwei. Das stimmt aber nur elektrisch, weil die beiden Schienenprofile haben quasi das eine Potential und die Pukos in der Mitte haben das andere Potential. Also elektrisch sind es zwei. Mechanisch haben wir aber immer noch zwei Gleisprofile, ne? Und die Pukos in der Mitte und das ergibt drei, ne? Drei mechanisch, drei Leiter, während wir ohne die Pukos jetzt nur zwei haben und dann links und rechts dann quasi unterschiedliche Potenziale anliegen. Ja, da könnt ihr gerne euch jetzt in den Kommentaren austoben, wenn euch diese Formulierung jetzt so nicht zusagt. Dann können wir gerne drüber diskutieren. So, dann gibt es aber einen Nachfolger, den haben wir hier. Das ist das sogenannte C-Gleis. Das C-Gleis hat im Vergleich zu dem M-Gleis schon mal ein deutlich gefälligeres Aussehen. Ist in einer Hinsicht total genial, das sind diese Gleisverbinder. Ne? Also ich habe nicht mehr diese Steckverbinder, sondern ich habe hier eine Mechanik unterm Gleis, die die Gleise praktisch mechanisch und elektrisch verbinden. Was es zu einem perfekten Teppichbahngleis macht. Also wer, die Gleise sind noch nicht so ganz preiswert, wer das nötige Kleingeld hat und gerne mal auf dem Fußboden was aufbaut, ist das C-Gleis, was es übrigens auch als Zweiladergleis von Trix gibt. Ne? Also da fehlen dann die Pukos. Fährt damit sehr gut. Aber, und jetzt kommt's, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Nachteil Nummer 1, wir sehen hier, wir haben eine relativ steile Böschung. Also das Schotterbett, ne, an den Seiten ist zu steil. Das sieht, naja, ein bisschen unnatürlich aus. Sorgt aber dafür, dass wenn ich dieses Gleis jetzt an eine Weiche stecke, dass es da passt. Ne? Das ist also ein Problem, was alle Bettungsgleishersteller haben, ne, und was sie auf unterschiedliche Art und Weise gelöst haben, das sehen wir dann nachher noch. Ne. Und ja, der zweite Nachteil, also ein weiterer Nachteil ist, dass ich hier kein Flexgleis habe. Das heißt also, ich muss immer sozusagen, wenn ich einen Gleisplan mache, das muss immer aufgehen. Ich habe nur bestimmte Gleisstücke, die eine bestimmte Länge haben, Bögen mit einer bestimmten Krümmung und am Ende muss alles passen. Die häufigste Frage in einem Gleisplanforum ist quasi immer die: Ja, das ist ein schöner Gleisplan, aber kann mir den mal einer für C-Gleis umzeichnen? Na, das ist immer die häufigste Frage, weil das eben nicht so einfach ist. Na, mit diesem starren System einen vernünftigen Gleisplan hinzubekommen.
Häufig sehen C-Gleispläne auch so aus. Ne? Die sind dann irgendwie so ein bisschen eckig und ein bisschen, naja, ein bisschen unschön. Ne? Zumal auch die Abstände zwischen den Gleisen meistens ziemlich hoch sind. Wenn ich also zweigleisige Strecken habe, sind also die Abstände relativ hoch und das sieht auch nicht so schön aus. Ja, dann gibt es noch das sogenannte K-Gleis. Das ist dann ein Gleis von Märklin ohne Bettung. Ich habe hier mal eine Weiche, die habe ich hier auf eBay gefunden. Also eBay werden wir heute noch ein paar Mal besuchen. Ne? Ich wäre übrigens, wenn hier irgendwelche Markennamen auftauchen. Ne? Also jetzt ist es eBay oder ist es Märklin oder ist es wer auch immer nachher irgendwelche Händlerseiten. Das ist keine Werbeveranstaltung. Ich habe einfach, das ist jetzt hier Surfen im Internet. Ne? Also ich wäre hier von niemandem bezahlt. Ne? Also bestenfalls von euch, wenn ihr das Video ganz viel anguckt und klickt. Dann kriege ich für die Werbung, die davor und eventuell danach eingeblendet wird, ein bisschen ein paar Pfennige und dann, oder ein paar Cent sind es ja neuerdings, ich halt, das ist, also sind meine Einnahmen, ne? Also nicht hier, ich werde nicht von irgendwen anders bezahlt. Aber zurück zur Märklin-Weiche. Wir sehen jetzt hier, dass die Pukos, die beim M-Gleis sowieso alle ein bisschen größer sind. Also muss dazu sagen, dass das Quatsch, M-Gleis, K-Gleis. Das K-Gleis ist so konstruktiv aus den 60ern und das sieht auch so aus. Ne? Also das ist alles so ein bisschen irgendwie so ein bisschen klobig und es gibt wirklich deutlich schönere Gleissysteme. Das K-Gleis ist aus meiner Sicht nicht schön. Bei Märklin System bedingt, man muss ja den Schleifer, ne, wir sehen ja hier, wenn wir jetzt uns den Abzweig angucken, wenn die Lok jetzt in den Abzweig fährt, ne, muss sie ja den Schienenstrang kreuzen und das wird einen Kurzschluss geben, wenn der Schleifer den Schienenstrang, also das Profil, berührt. Deshalb muss es mit den Pukos darüber gehoben werden und deshalb sind die Pukos im Weichenbereich deutlich höher. Was die Weiche jetzt nicht unbedingt schöner macht. Ne? Also eher im Gegenteil. Also wir werden das nachher bei Pico sehen. Ne? Also Märklin hat es leider versäumt, da zu ihrem Bettungsgleissystem, was eben für Märklin-Verhältnisse relativ modern ist, ne? Also das C-Gleis hat es versäumt, also ein adäquates Gleis zu bringen, was sozusagen auf dem Niveau des C-Gleises, aber eben ohne Bettung. Ne? Das ist bei Pico zum Beispiel anders, weil die beiden Gleissysteme sind identisch, das eine mit und das andere ohne Bettung. Ne? Also das Märklin hat auch jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch keinen Ehrgeiz haben, einfach weil sich das C-Gleis deutlich besser verkauft als das K-Gleis. Also zumindest ist das bei Umfragen, wer jetzt welches Gleis verwendet, ist also das K-Gleis doch deutlich hinten dran. Und ja, das kann sein, dass sich dann die Entwicklung für Märklin nicht lohnt, weil sie eben alle Bettungsgleis fahren. Ja. Was für mich auch so ein bisschen eine unverständliche Modellbahnkultur ist, weil einfach, ja, ich meine, im Osten gab es nie Bettungsgleis, ne, früher. Da musste man sich da keine Gedanken machen und man hat dann mehr oder weniger gut eingeschottert. Und ja, bei Märklin steckt man einfach irgendwelche Bettungsgleise zusammen und ist fertig. Ne? Aber hat dann eben, naja, optisch bei weitem nicht so viel gewonnen, wie wenn ich so vernünftig, ein vernünftiges Gleis vernünftig einschottern würde. Ja, so viel dazu. Es gibt hier auch eine Alternative. Da sind wir jetzt hier bei Weichenwalter, der ja unter anderem auch für Märklin da Alternativen anbietet. Wer hier genau aufs Bild guckt, na, es geht mit den Pukos auch völlig anders, also nämlich so, dass man sie kaum sieht. Na. Also hier wurde ein aus meiner Sicht vernünftiges Gleissystem genommen, welches auch immer das ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier Peko ist oder ob das Weinert mein Gleis, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es deutlich besser aus als das K-Gleis. Und die Pukos sind hier also nicht so einfach zu entdecken. Ne? Man muss das genau hingucken. Ja, auch so könnte man
mit Märklin unterwegs sein und es wäre auch kein Problem, also kein großes Problem für den, naja, den großen Marktführer, dann etwas Vernünftiges und optisch Ansehnliches auf den Markt zu bringen. Na, machen es aber nicht, zumindest nicht bisher. Ja, dann haben wir so bei Pico hier mal kurz ein Gleis, was auch gebraucht zu kaufen ist. Ich sagte ja gerade, diese Bettungsgleiskultur, die gab es früher halt im Osten nicht, in Ermangelung von Bettungsgleisen. Wobei es da auch eine Ausnahme gibt, da weiß ich auch nicht, das nehme ich an, dass es erst nach der Wende aufkam. Da kommen wir nachher noch dazu. Das ist das alte Vorwendegleis, das sogenannte Hohlprofilgleis. Ich sage manchmal Hutgleis dazu, ne? Weil das so eine Hutform hat. Das ist übrigens eckig, ne? Das ist nicht oben rund. Das war das TT-Gleis, ne? Zu DDR-Zeiten. Das ist eckig. Mir kommt doch so ein bisschen vor, als ob die Schwellen hier ein bisschen zu nah aneinander liegen. Und ja, so hat das ausgesehen. Das Gegenstück dazu war das hier. Das ist das sogenannte Pilzgleis. Zu DDR-Zeiten schwer zu bekommen. Das sieht also schon ganz anders aus. Das ist auch in Code 100 Gleis vielleicht vergleichbar mit dem alten Gleis von Fleischmann oder von Rocco. Aber für DDR-Verhältnisse quasi schon eine optische Sensation. Ja, und dann sind wir bei Pico. Das sogenannte A-Gleis, das hatte ich schon erwähnt, das gibt es mit und ohne Bettung. Ist ein Code 100 Gleis, das heißt also, es ist, naja, für mich als Modellbahner, der versucht, da ein bisschen möglichst nah am Vorbild zu bleiben, sind einfach die Profile zu hoch. Es ist verhältnismäßig preiswert und es gibt, wie gesagt, mit und ohne Bettung. Ne? Also, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ob man jetzt die Bettung ja einfach so klick abziehen kann und dann habe ich da ein Gleis ohne Bettung. Also es könnte sein, ich weiß es aber nicht. Ne? Problem hier, ich gehe mal hier auf Vergrößerung, ne? Wir haben hier ein Herzstück, was, sagen wir mal, eine relativ lange Strecke hat, die stromlos stattfindet. Das hat einfach die Bewandtnis, dass man hier wahrscheinlich aus Fehlern von anderen gelernt hat. Es gibt so diverse Gleise. Berühmt ist das Tillich-Elite-Gleis dafür das Problem, dass das, was also als erstes produziert wurde, also bei weitem nicht mehr heute, ne, dass das nicht so digital tauglich war. Das heißt, die Loks sind hier in die Weiche eingefahren, haben dann in dem Herzstück sozusagen das falsche Profil berührt und naja, bei Analogbetrieb, da war da mal ein kurzer Funke, den hat überhaupt keiner gesehen. Aber mit dem Digitalbetrieb ging es klack und dann hatte die Zentrale abgeschaltet wegen Kurzschluss. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen doof. So, da kommen wir dann noch dazu. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, was meiner Sicht völlig überraschend, ne, sich in den Top 10 aller meiner Videos befindet, also dass dieses Problem, was ja heute gar nicht mehr besteht, ne, dass so eine Aufmerksamkeit findet, das verwundert mich sehr. Ne. Hier, das ist also eins der Probleme, die diese Weiche hat. Wenn ich also hier mit irgendeinem Fahrzeug drüber fahre, was jetzt nur zwei Achsen hat, ne, also eine Kö oder hier was weiß ich, so ein Triebwagen, wobei die Triebwagen einen relativ langen Achsstand haben, dann mag das immer noch gehen. Da kann es passieren, dass die hier stehen bleibt, weil sie einfach keinen Strom hat. Ne. Aber da es auch noch Weichen ohne Herzstückpolarisierung gibt, ne, das ist ja die elektrische Geschichte, da weiß ich gar nicht, wie das bei den verschiedenen Gleissystem überhaupt ist, ne? Also bei, was weiß ich, bei Tricks oder bei Pico, ne? Da weiß ich nicht, inwieweit die überhaupt polarisierbar sind, die Herzstücke. Das müsst ihr dann leider selber rausfinden oder schreibt es dann in die Kommentare. Ja, das zweite Problem ist, wenn ich nach Pico A-Gleis Weiche suche, was ich hier ja gemacht habe, ist eine der Also Google schlägt dann ja immer so andere Suchen vor.
Pico Arclays Weichenprobleme steht relativ weit oben. Ne? Also ich weiß nicht, was da ist und was da das Problem ist, ob das jetzt die normalen Weichen wie diese hier betrifft oder ob das wieder mal so ein typisches Birkenweichenproblem ist, was ja bei mehreren Herstellern sind ja Birkenweichen immer ein bisschen problematisch. Ne? Einfach weil die im Modell viel zu kurz sind. Ne? Eine Birkenweiche im Vorbild, die ist so ewig lang, dass sie nur sehr bedingt auf eine heimische Anlage passt. Und dann funktioniert das alles auch. Ne? Und im Modell ist halt, naja, ist halt ein bisschen problematisch. Ja, dann haben wir das nächste Gleissystem. Wir haben hier werden eigentlich Schienenverbinder angeboten. Ne? Wir sind jetzt mal hier bei Amazon. Aber wir haben hier die schöne Abbildung vom Fleischmann Profigleis. Ja, das ist, ich hatte ja gesagt, es gibt da ein Problem, wenn ich ein Bettungsgleis anbiete. Ist übrigens auch das gleiche ist hier bei Pico. Ne? Gehen noch mal kurz zurück. Also, wir haben hier das Bettungsgleis und auch hier ist die Bettung wie beim C-Gleis von Märklin oder Trix. Ist die Bettung zu steil. Das sieht einfach unnatürlich aus. Ne? So, und dann gibt es eben zwei Varianten, wie man das umgehen kann. Man macht die Bettung einfach kleiner, das hat Fleischmann gemacht. An sich kein schlechtes Gleis, allerdings sind mir wieder mal die Profile zu hoch. Ne? Man kann den Schotter, der jetzt ein kleines bisschen zu grob ist, aber naja, es geht. Ne? Man kann das also links und rechts noch ein bisschen erweitern und hat dann nicht das Problem, dass man also gerade zwischen den Schwellen einschottern muss, weil das natürlich auch ein bisschen aufwendig ist. Ne? Ansonsten kann ich jetzt zu dem Gleis nicht viel sagen. Fleischmann ist ja von Rocco übernommen worden. Ich weiß nicht, erstens mal ist es überhaupt noch im Angebot, ne, das Fleischmann, weil Rocco hat ja sein eigenes Gleissystem. Wie lange ist es noch im Angebot, wenn es noch im Angebot ist? Also sind so Fragen, die man sich als Fleischmann-Fan dann stellen sollte. Und naja, das Gleis ist jetzt auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber auch Fleischmann hat so ein paar alte Fossilien im Programm gehabt, die also auf modernen Gleisen wegen zu hoher Spurgrenze na, nicht fahren können, ja, die dann hier auf ein kleines Essen aufsetzen. Na, dann rattert es dann beim Fahren. Das ist auch nicht schön. So, dann haben wir Rocco. Na, und hier haben wir jetzt die andere Lösung, wie man ein Bettungsgleis, also wie man das Problem löst, dass es an einer Weiche nicht passt, wenn ich die Bettung so mache, wie sie im Vorbild eigentlich gedacht ist. Na, die Bettung hier ist aus Gummi und hier wird einfach weggeschnitten. Na, also man schneidet die Bettung weg, da wo sie zu viel ist und dann passt das Gleis aneinander. Das hat den Vorteil, dass es, naja, vorbildgerechter ist, zumal Rocco auch ein Gleis hat, was naja, das hat also ein niedriges Profil, das hat also Q83, ne, mit 2 mm Höhe, also einen halben Millimeter tiefer als das von Fleischmann oder Pico Aglaes. Problem ist, wenn ich jetzt hier einen auf Teppichbahn machen würde und dann das hier so wegschneide und das nächste Mal anders aufbauen will, dann fehlt natürlich ein Stück von der Bettung. Ne? Also das ist natürlich jetzt, also ideal ist es auch nicht. Ideal ist sowieso selber einschottern. Ne? Also was das Optische angeht. Ne? Ein zweites Problem, das Rocco-Gleis ist so konstruiert, dass sozusagen der Spurkranz sozusagen im Grund des Herzstückes aufsetzt. So, und immer dann, wenn die Spurkränze aber nach einer neueren NEM konstruiert sind, ne? Also wie das zum Beispiel Brava macht. Also ich habe so diverse Güterwagen von Brava, das sind die Spurkränze, sind NEM-Spurkränze, aber die sind so klein, dass ich da keine AP25-Schredder einbauen muss, weil die bei mir im Bahnhof problemlos laufen. Ne? Und die würden hier quasi ins Herzstück fallen. Das heißt, wenn der Zug
da über das Herzstück fährt, dann, na, dann verneigt sich der Wagen immer mal in eine Richtung, na, in dem Moment, wo der Radsatz sozusagen durchs Herzstück fährt. Das ist ein bisschen unschön und es kann natürlich auch sein, dass da ist die Gefahr, dass die Wagen dann auch schneller ausgleisen. Na, es gibt da auch Einsätze in dem Moment, wo ich jetzt nur RB25 fahre, gibt es für die Roccoweichen Einsätze, aber dann kippeln die NEM-Radsätze, also die Wagen mit NEM-Radsätzen kippeln dann in die andere Richtung. Na, also es ist, sagen wir mal, auch kein nagelneues Gleis, also es ist, gibt es auch schon viele Jahre, aber es ist halt, ach ja. Ja, man kann das auch einfärben, ne? Dann sieht es ein bisschen ansehnlicher aus. Na, hier ist dann noch das ohne die Gummibettung. Na, steht, was, wer macht hier Werbung gerade? Modellbahnzeit. Gut, das ist eine private Seite. Und ja, wir sehen hier, die Weiche hat auch Gelenkzungen. Na, das haben übrigens die meisten Weichen. Obwohl das zumindest bei der modernen Eisenbahn heute nicht mehr üblich ist. Das sind eigentlich so irgendwelche Länderbahnweichen, die da Gelenkzungen haben. Ja, kommen wir zum nächsten Gleissystem. Da haben wir jetzt, da habe ich mal ganz weit ausgeholt jetzt hier. Wir sind, wo sind wir denn überhaupt? Harburger Lokschuppen. Grüß an den Harburger Lokschuppen, unbekannterweise. Ist ein bisschen weit weg von mir. Wir haben hier mal eine DKW von Tillich Elite. Das ist der Nachfolger, das Nachfolgegleis von dem, was ich zu ziemlich am Anfang gezeigt habe, ne, das frühere Pilzgleis, was teilweise heute noch als Tillich Standard angeboten wird. Ich würde da, gut, das ist relativ preiswert, aber ich würde da abraten, weil das wirklich kein schönes System. Das Tillich Elite hat, wir haben jetzt hier die Doppelkreuzweiche, das ist eins der Gleissysteme, die keine Gelenkweichen hat, sondern die Zungen werden wie im Vorbild gebogen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht irgendwelche billigen Klick-Klack-Antriebe da einbauen kann, sondern ich brauche immer motorische Antriebe. Na? Das am besten Unterflur, weil das sowieso besser aussieht. Ne? Also wenn ich hier so eine Weiche, also so eine Doppelkreuzweiche habe, die ja wirklich richtig gut aussieht und krache dann irgendwelche Antriebe daneben, das ist schon fast Frevel. Ne? Ja, also an sich, das Gleissystem hat auch so, na, seine Problemchen. Die haben wir jetzt, glaube ich, auf der nächsten Seite. Ja, genau. Also hier haben wir dann Digitalumbau Eliteweichen. Das gilt meines Wissens aber nur für die alten Weichen. Ne? Also die, wenn man irgendwo jetzt gebraucht so eine Weichen kauft, muss man ein bisschen darauf achten, weil ich hier in dem Herzstück das teilweise so eng, dass es passieren kann. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass also Fahrzeuge praktisch beide Profile berühren, die ein unterschiedliches Potenzial haben und dadurch entsteht ein Kurzschluss und die, ja, sehr schnellen automatischen Sicherungen der Digitalsysteme, die schalten dann sofort aus. Na, und dann ist ja nur ein Rad darüber gerollt. Na. Der ganze Zug hat ja viele Räder. Und deshalb gibt es hier diese Umbauidee, dass wir praktisch das gesamte Herzstück polarisiert und dann hier da praktisch reinschneidet. Na. Also das unterbricht und die Zungen quasi die Polarität der anliegenden, des anliegenden Gleises bekommen. Die werden also nicht mehr mit polarisiert. Ja, das dürfte aber bei den heute erhältlichen Weichen meines Wissens nicht mehr so sein. Na? Wir haben also hier auch ein paar Plastikteile im Herzstück, warum auch immer. Auch die Radlenker sind aus Kunststoff. Die kann man aber einfach rausziehen und durch ein Schienenprofil ersetzen, meines Wissens. Oder muss man das zurechtschleifen? Das weiß ich jetzt nicht. Man kann das relativ einfach umbauen, wenn man das will.
Na, aber auch so. Auch die Tillichweichen sind nicht perfekt. Das liegt einfach daran, dass man natürlich sich bei Tillich bemühen muss, dass so viel wie möglich Fahrzeuge da durchfahren durch die Weichen. Deshalb entspricht die Weiche auch nicht exakt der NEM. Das liegt aber eben daran, dass auch die Fahrzeuge nicht der NEM entsprechen. Und viele Hersteller da mehr oder weniger von der Norm abweichen. Man muss bloß mal Radsatzinnenmaße von irgendwelchen Wagen überprüfen. Also da ist alles, was da neu aus dem Laden kommt, das muss, ist da entspricht häufig nicht der NEM. Na, und macht dann Probleme auf Weichen. Das ist eins der, naja, eins der Hauptprobleme meiner Meinung nach auf Modellbahnanlagen. Na, dass die, was immer wieder Probleme macht, wo dann aus scheinbar unbegreiflichen Gründen irgendwelche Fahrzeuge ausgleisen. Und das liegt dann entweder daran, dass das Radsatzinnenmaß nicht stimmt, oder dass es stimmt und dass dann die Weiche nicht stimmt, na, dass die dortige Norm nicht stimmt. Also es ist schwierig. Na, vor allem dann, wenn man etwas feiner fahren will. Na? Also wer jetzt nur mit C-Gleis fährt, der kennt diese Pro und NEM-Räder, der kennt diese Probleme nicht. Ja, auch bei dem Tillich-Gleis, also Tillich Elite, selbst da gibt es eine Bettung, die man sich hier so ein bisschen selber zurechtschneiden muss. Das gleiche gibt es übrigens auch für Peko. Ne? Es gibt da so, na, so eine Art Schaumstoffbettung, die schon geschottert ist. Auch wie man hier sieht, relativ fein geschottert, was ja, na, da habe ich auch schon Diskussionen gehabt mit dem Schottern, na, wo dann mir gesagt wurde, ja, das ist zwar vorbildgerecht, aber naja, das sieht nicht so gut aus. Na? Also das sind so Punkte, wo ich die Welt nicht mehr verstehe, wenn da sowas jemand an den Kopf haut. Na, aber jedenfalls gibt es hier auch Bettung, wo man sich das also hier entsprechend zurechtschneiden kann. Der Aufwand jetzt, sagen wir mal, ein Tillich Elite-Gleis zu verlegen auf der heimischen Anlage, ist sowieso deutlich höher als irgendwas mit Bettungsgleis. Na, also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das A-Gleis leichter zu verlegen ist als das Tillich Elite. Das liegt einfach hier daran, dass ich eben ein bisschen, gerade bei Weichenantrieben, dass ich da ein bisschen, naja, ein bisschen genauer rangehen muss und ein bisschen ein paar bessere Antriebe brauche, die natürlich auch mehr Geld kosten. Na? Und das auch, ich habe zum Beispiel hier Flexgleis, ich habe sogar flexible Weichen, na, die ich da noch ein bisschen biegen kann, wenn es halt nicht passt. Na? Oder wenn ich sogar mal so einen ganz leichten Bogen haben möchte im Bahnhof, dann habe ich halt auch eine gebogene Weiche. Ne? Da muss ich mir jetzt nicht eine Bogenweiche holen, sondern da kann ich die gerade Weiche so um ein paar Grad biegen. Ja, dann haben wir das Peko-Gleis. Hier sehen wir das, also was Schönes, das ist das Herzstück. Und wenn wir uns natürlich jetzt die kleinen Essen angucken, sehen die alle ein bisschen ungewohnt aus. Na, das liegt einfach daran, dass das Peko-Gleis englische Vorbilder hat. Na. Wer es also nicht so genau nimmt, der wird damit relativ gut fahren. Es gibt das Peko-Gleis in allen möglichen Varianten. Man nimmt eigentlich normalerweise, wenn es gut aussehen muss, das Code 75-Gleis. Und ich vermute mal, dass das hier ist. Na. Also hier sehen auch die kleinen Eisen relativ hoch aus. Da weiß ich, ich nehme mal an, dass also moderne NEM-Fahrzeuge darüber fahren sollten. Aber versprechen kann ich euch das nicht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall AB 25 läuft da drauf. Ja, dann haben wir das System schlechthin. Das ist Weinert-Main-Gleis. Das ist das. Also hier weiß ich gar nicht, ob der Begriff Großserie noch in Ordnung ist, aber ich würde es jetzt mal so behandeln wollen. Das ist das wahrscheinlich beste und vor allem optisch beste Großseriengleis, was es gibt. Das Vorbild ist ein Gleissystem,
was in der Epoche 2 verlegt wurde. Also so, was weiß ich, so Ende der 20er, 30er, weiß ich jetzt nicht so super genau, ne? Was dann in der Epoche 3 sehr, sehr weit verbreitet war. Ne? Also es ist jetzt kein modernes Gleissystem, auf dem jetzt der ICE herumrast. Ne? Das ist eher so was für die Epoche 3 und 4 Leute. Ja, auch hier haben wir eine durchgehende Weichenzunge, die quasi durch einen motorischen Antrieb angetrieben werden muss. Ne? Und der natürlich hier auch möglichst, also unterirdisch verlegt wird, weil alles andere würde dem System nicht gerecht werden. Auch hier gibt es ein paar Nachteile. Der erste Nachteil ist der Preis. Also wer so ein bisschen herzschwach ist, ne, der sollte vielleicht vor dem Besuch der Weihnachtsseite da eine Tablette einwerfen. Es könnte sein, dass da die Preise doch ein bisschen abschrecken. Zweites Problem, es ist eigentlich ein Gleis für große Anlagen oder für Modulanlagen. Das liegt daran, dass es zwar kürzere Gleis, also kürzere Weichen gibt, die aber immer noch sehr lang sind. Also wer jetzt hier na, so die typische 15 Grad Weiche erwartet, also von den Fremoikanern immer liebevoll Gleisabknickstelle genannt, na, der wird bei Weihnachtler, wenn ich finde ich. Also das gibt da Vorbildweichen, na, also die Vorbildlänge haben, die sind dann aber hier, weiß ich nicht, ich glaube 35 cm lang, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder noch länger. Das ist so für den kleinen Kreis zu Hause mit dem kleinen Bahnhof, was weiß ich, die Anlage, was weiß ich, 2 Meter lang oder so, da kriege ich nicht viel zusammen. Ne? Also geht sowieso immer nur nebenbei ein Thema. Und ja, also das ist so ein bisschen der limitierende Faktor bei Weihnacht. So, dann haben wir hier nochmal Weihnacht mein Gleis. Das ist ein Werbefoto von Weihnacht Modellbau. Hinten übrigens hier die Arkaden mit Sperleform gemacht. Ne? Wer sich jetzt fragt, was das ist, ne, der tippt dann mal bei Google Sperleform ein, landet auf der Sperle-Seite und da gibt es das. Ne? Auch das ist jetzt Werbung, die ich nicht bezahlt kriege, sondern das ist eine Empfehlung, weil ich es jetzt auch verwende. Ne? Das Weihnachtsgleis habe ich nicht. Ich hätte es, also ich würde es nehmen, wenn wir nicht eine eigene Lösung gefunden hätten, da ein sächsisches Gleis haben wollten. Und es ist die Frage, es ist immer so die Geschichte, je älter das Gleis, umso niedriger das Profil. Und das Weihnachtsprofil, das ist also wie Peco Code 75, also es passt mit dem Peco Gleis quasi wunderbar zusammen. Ja, und das ist eben ein Reichsbahngleis, ne, der Epoche 2. Und wir wollten eben ein sächsisches, also preußisches oder ein sächsisches Länderbahngleis. Und das ist eben noch ein bisschen niedriger. Ne? Und da haben wir eben dieses Profil für Sport Z genommen, was eigentlich auch für Sport Z viel zu hoch ist. Ne? Also gut 40, wissen, was da eigentlich vom Maß her bin ich jetzt zu faul, alles umzurechnen, aber das ist, glaube ich, technisch, also würde man bei Spur Z wohl technisch an Grenzen kommen, vermute ich jetzt mal. Ne? Also nicht umsonst hat ja Busch bei seinem Feldbahnsystem, hat ja, die Fahrzeuge werden ja mit Magneten gehalten. Das gleiche gibt es, also es ist irgendein Blechstreifen unter dem Gleis und in der Fahrzeuge sind Magneten drin. Das gleiche ist bei Spur T, was ja das kleinste, die kleinste Spurweite ist, die also in Großserie angeboten wird. Na, auch da werden die Fahrzeuge mit Magneten quasi auf dem Gleis gehalten. Und weiß nicht, bei Spur Z, wenn man jetzt Spur Z Spur fahren wollte, da ja, müsste man wahrscheinlich auch so vorgehen. Also bei N gibt es zumindest Feinsgeld, ich weiß nicht, ob es N pur gibt. Aber Feinsgeld gibt es, das habe ich auch schon gesehen. Das ist, wenn ihr meine Magdeburg-Videos immer bei mir im Kanal guckt und mal nach meinen Magdeburg-Videos schaut, dann könnt ihr da ein bisschen über tolle Eingleise stehen, unter anderem. Aber das, ja.
Gut, soweit dazu. Ich habe mich gefreut, dass ihr hier jetzt reingeguckt habt. Ja, liebe Freunde der Modellbahn, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt mal, naja, so ein bisschen sehr theoretisch und als Rundgang im Internet quasi arrangiert war. Ihr wisst, ein Daumen hoch wäre schön, ne? Ein Abo tut nicht weh, Glocke klicken. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und auch darauf einen Hinweis haben wollt, dass da, wenn also ein Video von mir erscheint. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht was dran.